Hi, Gude, ich bin's, der JJ. Heute machen wir mal ein Rezept aus Amerika mit Hähnchen. Und zwar nennt sich das Cupcake-Hähnchen. Die ganzen Knochen und Hautreste, was ich abgeschnitten habe, habe ich ausgekocht als Grund für die Soße. An den Pommesmann. So, dann tun wir mal Alle die Hähnchen fertig machen. Hähnchenbeine, die ihr irgendwo bekommt, die schon entbeint sind, die könnt Das ihr ist recht alle nehmen. einfach. Dann nehmen wir hier ganz einfach die Goldbräule. Streue da ein bisschen auf und rollen uns das so ein. Dann nehmen wir die Haut und spannen die einfach so drüber, dass das so wie ein Ball gibt. Und dann legen wir das rein. Das war's. Und das Ganze machen wir jetzt, bis wir keine Hähnchen mehr haben. Das ist das, was wir heute für unser Gericht brauchen. Das sind einmal hier die Cupcake-Hähnchen, das sind die Pommes. Die Cupcake-Hähnchen sind gewürzt mit dem Goldbräuler von Klaus. Zudem gibt es da noch Barbecue-Kraut. Das steht noch hier, das muss ich auch noch machen. Und ja, dann wäre das Gericht fertig, also Cupcake-Hähnchen mit Pommes und Barbecue-Kraut. Für das Barbecue-Kraut benötigt ihr die drei Zwiebeln, drei Zwiebeln waren es, zwei kleine, eine etwas größere. Dann braucht ihr Schinkenwürfel, logischerweise das Sauerkraut, eine Barbecue-Soße eurer Wahl, in meinem Fall ist das ja diese Bullseye-Soße. Zwei Zehe Knoblauch, das sind 5 Esslöffel brauner Zucker und zum Auffüllen eventuell 500 Gramm Brühe. Das ist die Brühe, die ich selber gekocht habe aus den Hähnchenknochen. Und natürlich etwas Öl zum Anbraten für die Zwiebel und für den Schinken. So, die Zwiebel erst einmal schön glasig gerade, dann kommt der Knoblauch und der Schinken dazu und dann das Sauerkraut. Dann erst den Schinken dabei geben, so den Schinken nochmal ein bisschen mit anrösten. Dann nehmen wir den Knoblauch dazugeben. Okay. Dann die Brühe dazugeben. Jetzt geben wir aber erst noch mal den Zucker dazu. Wie gesagt, das sind 5 Löffel brauner Zucker, 5 Esslöffel. Zucker ein bisschen mit karamellisieren lassen. Abschmecken tun wir das Ganze zum Schluss noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer aus dem Salzstreuer oder Pfefferstreuer. So, jetzt mussten wir mal ein bisschen umbauen, weil
müssen wir die Hähnchen hier drauf tun. Jetzt haben wir die 140 Grad unterm Deckel erreicht. Jetzt stellen wir die Hähnchen drauf. So, die Hähnchen haben wir jetzt auf indirekte Hitze. Und dann, wir müssen halt nachgucken, damit die nicht zu dunkel werden. Das ist schon klar. Jetzt ist soweit die Flüssigkeit vom Sauerkraut verdampft. Und jetzt können wir hier unsere Barbecue-Soße dabei machen. Wobei viel hilft viel. Es gibt da keine Vorgaben, wie viel Barbecue-Soße man da dabei machen soll, dabei geben soll. Das könnt ihr ganz nach eurem eigenen Gutdünke machen. Der eine mag es ein bisschen mehr, der andere mag ein bisschen weniger. Was wir aber noch machen müssen, müssen wir nach und nach jetzt unsere Brühe noch dazugeben. Und dann lassen wir das Barbecue-Kraut so ungefähr 30 Minuten vor sich hin köcheln. Probieren es zwischendurch noch einmal und dann sollte es eigentlich gut werden. Es waren 500 Gramm. Ich habe jetzt, was haben wir da jetzt noch übrig? Knapp 200, also habe ich jetzt 300 Gramm Flüssigkeit noch mal dran. Jetzt lassen wir das Sauerkraut schön weich kochen. Die restliche Brühe habe ich dann auch noch dran gegeben und habe natürlich auch mal probiert und der Geschmack ist klasse. Das Sauerkraut muss noch ein kleines bisschen weicher werden. Die Hähnchen sehen auch sehr, sehr gut aus. Das Barbecue-Kraut ist jetzt soweit fertig. Haben wir die Flüssigkeit so weit runter reduzieren lassen, dass jetzt der Zucker noch ein bisschen so richtig schön karamellisieren kann. Das ist richtig klasse. Und jetzt wird es Zeit, dass wir nach den Hähnchen gucken und dass wir die Hähnchen außenrum klassieren. Gucken wir erstmal, was die für Temperatur haben. Fast ideal. Schaut euch das an. 68 Grad, die sind jetzt 45 Minuten auf dem Grill. 70 Grad. Ist eigentlich perfekt. Jetzt tun wir die klassieren. Also die Glasur ist eigentlich jetzt nichts anderes wie Barbecue-Soße mit Senf und Honig, also ganz normale Senf-Honig-Soße. Man könnte noch von dem Gewürz, wo wir die Hähnchen mit gewürzt haben, aber ich glaube, dass wir da genug haben. Also das mit dem Glasieren machen wir zweimal, das machen wir jetzt. Und dann tun wir das noch einmal kurz vor Schluss machen. Das Kleine könnte vielleicht sogar eigentlich ein bisschen früher fertig sein. Ihr habt gesehen, die Dinger sind richtig schön ringerutscht. Die sehen jetzt aus, wenn man die raushole, wirklich wie kleine Cupcakes. Und das ist eigentlich das, was man eigentlich auch bezwecken wolle. Dass man sie mal rumdrehen. Weil das habe ich nämlich bis jetzt noch gar nicht gemacht. Nochmal 15 Minuten gehe ich davon aus und dann werden sie gut sein. Machen wir das letzte Mal klassieren. Die Temperatur 81,3 Grad. Gehst du. Also klassieren wir noch einmal und dann ist es fertig. Dann richten wir jetzt den Teller her. Und dann sehen wir uns beim Probierle. So Leute, dann kommen wir mal zum Probierle. Klaus sein Gewürz, super. Das Barbecue-Kraut lässt keine Wünsche offen. Und die selbstgemachte Pommes. Hm.
Leute, es rentiert sich echt für euch, das nachzumachen. Super. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, mich zu liken, die Glocke zu drücken und mich zu abonnieren und schreibt es in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder nicht. Alles klar, tschüss, euer JJ.